Moin, ich bin Steffen und das Thema des heutigen Videos lautet Grafikkarten. Wenn ihr euren PC zum Spielen benutzen wollt, dann ist die Leistung der Grafikkarte ausschlaggebend für die Leistung deines PCs. Die Optionen scheinen hier erstmal schier grenzenlos und deswegen möchte ich euch heute ein paar Gründe mit auf den Weg geben, warum ihr euch für eine AMD-Grafikkarte entscheiden solltet. Die Produktpalette von AMD erstreckt sich über das gesamte Leistungsspektrum, von kompletten Einstieg bis in den High-End-Bereich. Dabei sind die Karten in jeder Kategorie eine großartige Wahl, wenn es um Preis-Leistung geht, und die sind meistens auch noch mit einem großzügigen Grafikspeicher ausgestattet. Das ist nicht nur jetzt für die aufwendigsten Spiele nötig, die sich vor allem in höheren Auflösungen einiges davon gönnen. Die Anforderungen an eine Grafikkarte werden in Zukunft nicht geringer werden. Deswegen macht es jetzt schon Sinn, etwas mehr zu haben, als man unbedingt benötigt. Außerdem setzt AMD bei ihren Softwarelösungen oft auf Open Source, was die Technologien für die Entwickler einfacher einzubinden macht und damit hochkompatibel ist. Zusätzlich kann man viele Einstellungen schon auf Treiberebene aktivieren und muss deswegen nicht jedes Mal in den Spieleinstellungen herumsuchen. Hier sehen wir die HyperRx Suite in der Adrenalin Software. Die HyperRx Suite vereint verschiedene Technologien, die zusammen deinem System einen ordentlichen Leistungszuwachs verschaffen können. HyperRx setzt sich zusammen aus AMD Radeon Anti-Lag, Anti-Lag Plus, Super Resolution, FidelityFX Super Resolution und Boost. Anti-Lag reduziert die Systemlatenz, das heißt die Dauer, die ein Befehl, den du an deinen PC sendest, benötigt, um von deinem Eingabegerät zu seinem Endpunkt, also der Darstellung auf dem Bildschirm, zu gelangen. Das schafft AMD, indem sie die Kommunikation zwischen der CPU und der GPU verbessern und dadurch die Menge der Daten, die sich in der Render Queue ansammelt, reduziert. Anti-Lag funktioniert auf Treiberebene und funktioniert so mit jedem Spiel, während das neue Anti-Lag Plus von den Entwicklern in das jeweilige Spiel eingebaut werden muss. Radeon Super Resolution ist eine Upscaling-Technologie, die wie Anti-Lag auf Treiberebene eingebunden ist. Hier geht es vor allem darum, mehr Frames zu bekommen, was die Darstellung eurer Inhalte flüssiger macht, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung als der nativen gerendert wird. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr ein 4K-Display habt, wird das Spiel in 1440p gerendert. Diese Bilder werden dann wieder hochskaliert auf 4K und ein bisschen aufpoliert, sodass man den Unterschied im Prinzip nicht ausmachen kann. FidelityFX Super Resolution ist das Pendant dazu, was wiederum wie Anti-Lag Plus von den Entwicklern eingebunden werden muss. Dadurch kann man natürlich etwas bessere Ergebnisse erwarten. Radeon Boost hilft auch, über eine Reduzierung der Auflösung, um die Performance zu verbessern. Dabei wird die Auflösung der berechneten Bilder dynamisch verringert, wenn besonders schnelle Bewegungen festgestellt werden. Wenn ihr also in den Genuss all dieser Features kommen möchtet, dann entscheidet euch jetzt bei der Konfiguration eures Systems in unserem Shop für eine AMD-Grafikkarte.